Patrick Hasenhüttl ist wohl einer der vom Namen her prominentesten Neuzugänge hier beim SV Türkgücü Ataspor. Doch er ist mehr als nur der Sohn von Trainer Ralf Hasenhüttl. Patrick Hasenhüttl hat auch schon eine beeindruckende Karriere hinter sich, war bei Unterhaching und war beim VfB Stuttgart, ehe es in letzter Saison noch, oder bis er eher letzte Saison noch beim FC Ingolstadt spielte. Dann unglücklich Abstieg und jetzt hier eine neue Herausforderung starten möchte. Herr Hasenhüttl, schönen guten Tag. Freut mich, hallo. Ich freue mich auch, dass Sie hier sind, ja. Türkgücü Ataspor, neuer Verein, neue Adresse, neues Glück. Was sind so die Gründe für den Wechsel? Ja, erstmal, dass ich hier das Gefühl habe, dass hier was entsteht. Ich hatte ein paar Optionen jetzt, ich wollte unbedingt den nächsten Schritt machen, nachdem ich jetzt seit 3 Jahren lang in der zweiten Mannschaft gespielt habe. Und ja, ich hatte das Gefühl gehabt, dass es hier möglich ist, für mich den nächsten Schritt zu machen. Erstmal eine Herrenmannschaft für mich. Ja, ich glaube, dass wir diese Saison eine gute Rolle spielen können und deswegen war das für mich von Anfang an eine super Adresse. Die Vorbereitung ist jetzt im vollen Gange. Man merkt, Regionalliga, jeder hat Bock. Klar, für Sie ist die Liga jetzt nicht neu. Im Juli geht's los. Welchen Eindruck haben Sie jetzt so von der Mannschaft gewinnen können und auch vom Trainer von der Mauro? Bisher alles positiv. Also man merkt schon, hier wurde sehr viel Qualität geholt, also sehr viele gute Spieler. Natürlich trainieren wir jetzt gerade sehr viel und sehr hart. Also wir trainieren fast jeden Tag 2-mal, auch sehr intensiv. Das merkt man schon, aber bisher alles positiv, sowohl vom Trainer als auch von der Mannschaft. Also macht Riesenspaß. Ich war ja gestern schon ein paar Mal hier. Also man merkt, es ist eine coole Mannschaft, auch so die Chemie stimmt. Recht jung ist sie natürlich auch. Ja, natürlich. Also wir haben noch trotzdem viele junge Spieler, aber trotzdem auch ein paar erfahrene, an die man sich halten kann. Aber es ist eine gute Mischung da und ich glaube, jeder fühlt sich sehr wohl. Sehr wohl haben Sie sich ja, glaube ich, auch in Ingolstadt gefühlt, ehe es ja diesen bitteren Gang gab. Man hat den Klassenerhalt sportlich geschafft. Allerdings wissen wir, wie die Regeln sind. Wenn die erste Mannschaft absteigt, dann muss die zweite Mannschaft auch eine Liga tiefer gehen. Erläutern Sie doch mal bitte, wie Sie diesen Moment erlebt haben. Natürlich ist es nichts Schönes. Natürlich hängt man als Spieler immer sehr im Verein. Und ja, natürlich kein tolles Gefühl. Wobei es für mich auch klar war, auch wenn die erste Mannschaft die Liga gehalten hätte und wir in der Regionalliga geblieben wären, war es für mich schon klar, dass ich jetzt am Ende der Saison den Verein verlassen werde. Also das hat mit der Liga nichts zu tun, dass ich da, mein Vertrag ist ausgelaufen und von allen Beteiligten war auch ausgemacht, dass wir dann auch im Sommer getrennte Wege gehen. Aber natürlich tut es einem trotzdem weh, wenn dann sein Verein absteigen muss und ja, das ist natürlich nicht so toll. Toll ist auch nicht, was da in den sozialen Netzwerken los ist, gerade wenn es um Türkgücü oder RB Leipzig geht. Es sind sehr viele Kommentare, die unter der Gürtellinie sind. Es ist vor allem auch von vielen Leuten der Neid, da ja Türkgücü eben doch mehr finanzielle Mittel hat als andere Vereine hier in der Regionalliga. Da kommt sehr viel Kritik auf. Auch bei RB Leipzig war das so. Welche Vergleiche sehen Sie jetzt zu RB? Boah, das ist jetzt ein bisschen hochgegriffen. Also die sind jetzt natürlich schon ganz oben, da wo jeder Verein mal hin will. Aber natürlich entsteht hier auch gerade was. Es wurden super Spieler geholt, aber ich glaube, jetzt ist schon mit RB Leipzig zu vergleichen, ist ein bisschen hochgegriffen. Aber natürlich wäre es schön, wenn dieser Verein da auch mal hinkommt, wo Leipzig jetzt ist. Aber ich glaube, dafür ist es jetzt noch ein bisschen zu früh. Eigentlich wollte ich auch darauf hinaus, dass Ihr Vater da ja Trainer war. Ja, aber jetzt ist er es ja nicht mehr. Jetzt ist er in Southampton unter Vertrag und mit denen hat er jetzt den Klassenerhalt feiern können. Wie viel Kontakt haben Sie jetzt noch seit dem Wechsel nach England? Also man sieht Sie jetzt ja wahrscheinlich nicht mehr so regelmäßig wie früher. Nee, also jetzt ist er gerade da, weil er Sommerpause hat. Ich glaube bis 1. Juli noch. Aber davor natürlich nicht allzu häufig. Ich war einmal im Winter, war ich drüben beim Boxing Day. Aber so oft war er jetzt auch nicht mehr hier. Ist natürlich schwierig in England, viele Spiele, wenig frei. Aber hin und wieder sehen wir uns schon noch und wir haben auch telefonisch immer Kontakt, tauschen uns oft aus und ja, es passt alles. Welche Vergleiche sehen Sie so zu Ihrem Vater? Also beide sind Sie oder waren Sie Mittelstürmer? Nee, also natürlich von der Körpergröße und von der Spielweise gibt es natürlich schon viele Parallelen. Also er war auch groß, Mittelstürmer, jetzt nicht der allzu filigranste Techniker, das bin ich jetzt auch nicht. Aber natürlich vom Spielstil her kann man uns schon gut vergleichen. Das heißt, oder welche Unterschiede sehen Sie da auch noch? Also nicht nur Vergleiche, sondern auch wo sind Sie komplett anders? Ja, einmal war er Linksfuß, ich bin Rechtsfuß. Er war auch ein bisschen robuster,
Aber ich sag, technisch war er ziemlich eingeschränkt. Da hatte er nicht so viel vorzuweisen. Da glaube ich, dass ich ein bisschen mehr vorzuweisen habe. Aber ja, ich habe jetzt auch ehrlich gesagt nicht so viele Spiele von ihm gesehen. In der Zeit, wo er gespielt hat, gibt es jetzt nicht mehr so viel Videomaterial. Deswegen kann ich jetzt auch nicht so sagen, wie er früher als Spieler war. Ich war noch sehr jung, wo er gespielt hat. Von daher kann ich jetzt auch nicht so viel sagen. Ich hoffe, Sie sind Ihrem Sohn immer nicht böse, wenn Sie das ihm sagen. Sie spielten bisher als Höchstes in der Regionalliga. Was ist jetzt noch Ihr Ziel? Wo geht der Weg hin von Ihnen oder von Türkgücü? Ja, natürlich will ich noch in den höheren Ligen spielen. Wenn es klappt, natürlich mit diesem Verein. Auf jeden Fall will ich in den nächsten Jahren den nächsten Schritt in einer der höheren Ligen machen. Dritte, zweite, erste Liga. Und vielleicht auch mal wieder für das U-Nationalteam spielen, die ja gerade auch bei der AM sind von Österreich. Und ja, das sind so meine Ziele. Wir haben noch eine Zuschauerfrage bekommen. Sie wurden gefragt auch, also was so ihr Saisonziel ist, ob es der Klassenerhalt sein soll, ob es der Aufstieg ist oder ob es wieder ein 10-0-Sieg gegen Halbstetten sein soll. Also der 10-0-Sieg gegen Halbstetten wäre natürlich wieder schön, aber glaube ich nicht, dass das was wird. Natürlich, Aufstieg wäre natürlich das Nonplusultra, das wäre schön, aber es wäre jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Wir wollen jetzt einfach mal eine gute Runde spielen. Ich will fit bleiben, ich will gesund bleiben, ich will ein paar Kisten machen und dann das Maximale mit der Mannschaft rausholen, was möglich ist. Thank you.